digitale Kommunikation und analoge Beziehungen, das war der Arbeitstitel, den ich mit Daniela Mauch, die heute leider nicht hier sein kann, die krank ist, besprochen habe vor einigen Monaten schon. Ich habe dann überlegt, okay, lasse ich diesen Titel stehen, digitale Kommunikation und analoge Beziehungen. Ich bin kein Profi im Kontext digitaler Kommunikation, das vorab. Aber ich habe mir dann überlegt, ohne digitale Kommunikation und ohne analoge Beziehungen würde ich jetzt hier auch nicht stehen. Deswegen ganz herzlichen Dank an Thomas Mampel, der mich vor, ich weiß nicht, inzwischen werden es wahrscheinlich 4 Jahre oder sowas her sein, darin gestärkt hat, diesen Blog zu starten. Wir waren in Kontakt, Thomas Mampel hat einen eigenen Blog. Deswegen, Thomas, danke für dich oder an dich, dass ich jetzt hier sein kann und herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite für dein neues Amt, was du da hast. Ich habe den Untertitel dann genannt, die digitale Transformation in sozialen Organisationen. Das steht bei Ihnen im Programm noch ein bisschen anders drin. Ich habe gestern im Zug, wie man das halt so macht, noch ein bisschen dran umgebastelt und bin dann, habe den Titel auch noch ein bisschen angepasst und die Ausrichtung der Präsentation oder von dem, was ich sage. Mein Name, Hendrik Ebner. Ich bin, wie gesagt, immer die Frage, ist man das, was man beruflich tut, aber das ist was anderes. Ich arbeite an der katholischen Hochschule in Freiburg, betreibe diesen Blog Idee Quadrat, hier oben das Logo dazu, mit dem Fokus Zukunft von Organisationen der Sozialwirtschaft. Also wie entwickeln die sich? Und da ist natürlich die Digitalisierung, digitale Transformation ein Riesenthema, neben verschiedenen anderen. Ich habe 3 Kinder, meine Familie, Sie sehen, also das sind unterschiedliche Projekte, die da so in meinem Leben zusammenkommen. Ich will heute mit Ihnen zur digitalen Transformation sprechen, mit der ersten Frage dabei, was ist denn eigentlich die digitale Transformation? Also diese Begrifflichkeiten, die wir aktuell da haben, die sind ja sehr, sehr präsent in den Medien, Digitalisierung, digitale Transformation, Innovation, Disruption und so weiter und so weiter. Mit der Fragestellung, okay, was heißt denn das eigentlich? Und ich will dann zu Gestaltungsmöglichkeiten der digitalen Transformation kommen auf 3 unterschiedlichen Ebenen. Auf der Ebene des Menschen, also der Personen direkt, auf der Ebene der Organisation und auf der Ebene des Arbeitsfeldes, in dem Sie vornehmlich tätig sind, der Gemeinwesen. Und ich will dann ganz kurz zum Schluss vielleicht noch so eine kleine Vision aufzeigen, die mir so in der Vorbereitung auch gekommen ist, für Stadtteilzentren, für die Gemeinwesenarbeit insgesamt. Das als kleines Programm für meinen Input hier. Vorab, das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil das kommt einem oft so vor, wenn man in den Medien liest zur Digitalisierung, zur digitalen Transformation, zu diesen ganzen Aspekten, das kommt einem oft so vor wie so ein Hurricane, also wie so eine Naturkatastrophe oder Erdbeben, das so über uns hereinbricht. Und das ist mir wichtig vorab zu sagen, nein, die digitale Transformation ist keine Naturgewalt, sondern wir können die gestalten. Es gibt die Technologisierung oder die Technisierung, die in diesem Kontext passiert. Da kann man wenig gestalten, die passiert. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, auf unterschiedlichen Ebenen, eben ja, von den Menschen angefangen bis hin zu der Gesellschaft als ganz großem Rahmen. Was aber ist überhaupt unter der digitalen Transformation zu verstehen? Am Anfang, als ich den Vortrag vorbereitet habe, auch da schon vor einigen Monaten, als ich damit angefangen habe, war dieser Digitalisierungsbegriff eigentlich noch sehr, sehr präsent, zu sagen, okay, ich rede irgendwie über Digitalisierung, bin dann davon weggekommen, weil wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, da kommt man eigentlich zu einer relativ einfachen Definition. Digitalisierung ist das, was man auch mit den Dias macht. Ja, so irgendwie man digitalisiert die und hat die dann nachher auf dem Computer. Sie kennen das von der Musik, ja, am Anfang auf Schallplatte, dann gab es mal noch eine Zeit mit Kassetten und so weiter, bis jetzt, wo man die Musik über irgendwelche Plattformen runterstreamt, also man hat sie gar nicht mehr irgendwie auf dem eigenen Gerät dabei. Also die Übersetzung oder die Überführung analoger Größen in Werte, die elektronisch gespeichert werden können. Das Ganze geht dann eben auch mit sowas wie
Prozessen in Organisationen. Ja, da gibt es analoge Prozesse, den Prozess der Dienstreisekostenabrechnung. Ich nehme hier ein Blatt Papier, fülle das aus, bringe das hoch in die Controlling-Abteilung, die unterschreibt das, dann kommt es wieder zurück. Der Prozess geht dann weiter zur Dienstreisekostenabrechnung. Das kann man natürlich auch digital machen. Ist aber nicht so spannend aus meiner Perspektive. Das ist schon auch wichtig, digitale Geschäftsprozesse und so weiter, alles was da dahinter steht. Aber wenn man auf die Definition der digitalen Transformation schaut, dann wird es eigentlich spannender für uns, für Stadtteilzentren, für die Gesellschaft insgesamt, als fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess, der die gesamte Gesellschaft und insbesondere Unternehmen und Organisationen betrifft. Ja, das ist das, was unter digitaler Transformation zu verstehen ist. Die Basis der digitalen Transformation sind dann immer noch die Technologien. Die digitalen Technologien, die kann man wenig beeinflussen, werden immer weiterentwickelt. Da sind, glaube ich, die Einflussmöglichkeiten ein bisschen schwierig. Aber wie gehen wir damit um? Sie kennen aus unterschiedlichen Bereichen, ich glaube, das muss ich Ihnen hier gar nicht großartig erzählen, allein wenn ich den Ansatz der Veranstaltung hier sehe, mit Hashtags, mit lustigen Buttons, die man irgendwie kriegen kann, digitale Möglichkeiten in unterschiedlichsten Facetten der Gesellschaft. Ich habe hier mal drei kleine Beispiele nur angebracht. Einmal die Oma, die über Technologien ihr Leben erleichtert. Ja, Ambient Assisted Living als Schlagwort, was da dahinter steht, also über Technologien für Menschen mit Einschränkungen, für ältere Menschen, auch für Menschen mit Behinderung, Möglichkeiten über digitale Technologien zu schaffen, ihr Leben einfacher zu gestalten. Wird oder ist ein Thema und wird zukünftig verstärkt zum Thema werden. Das hier ist ein ganz anderes Beispiel, Tesla. Erhöht die Reichweite einiger Elektroautos im Kontext dieses Hurricanes. Da kann man natürlich sagen, okay, das ist total positiv, wenn die das so machen, weil da können die Leute schneller und weiter wegfahren, auch mit Elektromotor. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich sofort die Frage, will ich, dass jemand von extern mein Auto steuert? Ja, und in welcher Weise will ich das? Also da kommen ganz neue Fragestellungen dabei auf. Und dann noch als kleines Beispiel, da können wir jetzt mal reingucken, den Boston Dynamics Roboter. Ja, da können wir uns ein bisschen mal reingucken, was technisch möglich ist, ja, ohne das jetzt großartig zu werten. Ja, nur von der Komplexität, die dieser Roboter in der Lage ist zu tun, da wird schon relativ deutlich, okay, was kann da theoretisch auf uns zukommen. Ja, der läuft da über relativ unebenes Gelände. Da ist er, genau, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Und der kann natürlich auch arbeiten. Ja, der kann auch nicht geärgert werden in diesem Kontext. Der arbeitet einfach immer weiter, das ist total praktisch. Das macht er vorne 65 Tage, ja, 24 Stunden, der braucht kein Weihnachten, der braucht kein gar nichts. Funktioniert ganz gut. Ja? Das nur als kleiner Einblick in das, was möglich ist. Und da gibt es natürlich noch ganz andere Entwicklungen in diesem Kontext, Verbindung von Menschen mit Maschinen, von Maschinen untereinander. Das ist hier in diesem Bereich der Megatrends, diese Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, dieser Bereich der Konnektivität. Ja, also die Vernetzung, Verknüpfung nicht nur der Menschen über soziale Medien, sondern eben auch sowas wie Maschinen untereinander, Menschen mit Maschinen, also über Chips, die eingepflanzt werden, kann man dann mit Maschinen und so weiter und so weiter. Andere Megatrends, die natürlich aktuell in unserer Zeit zusammenkommen und deswegen ist es wichtig, nicht nur über Digitalisierung zu reden, sondern auch über andere Dinge, sind die Globalisierung oder ist die Globalisierung, das muss ich Ihnen nicht großartig erzählen. Also 2015, ja, Flüchtlingswelle, da waren natürlich die Stadtteilzentren wesentlich daran beteiligt, die Menschen zu versorgen, denen Angebote zu machen und sind es natürlich auch jetzt noch mit anderen Herausforderungen. Also aus meiner Perspektive hat die Integration gerade erst begonnen. Ja, also die Herausforderungen werden dann noch weiterkommen. Neoökologie ist dann der Bereich Sharing Economy, das was man so kann.
Carsharing und so weiter, wodurch sich riesige Veränderungen ergeben werden, auch in der Art und Weise, wie wir produzieren. Spannend finde ich hier unten den Bereich des Female Shifts. Man hätte eben noch die Frage stellen können, wie viel Prozent sind Frauen, wie viel Prozent sind Männer. Das trifft es hier, glaube ich, ganz gut im Kontext der sozialen Arbeit. Ungefähr 70% Frauen, 30% Männer. Deswegen ist das in der sozialen Arbeit eigentlich kein Thema. Wenn man in die Leitungsebene guckt, da dreht sich lustigerweise dieses Verhältnis wiederum um. Ja, also da sind die Männer die Leitungspersonen, Geschäftsführer und so weiter und so weiter. Heißt aber konkret, die weiblichen Werte werden in dieser vernetzten Welt, die wir da haben, also Kommunikationsfähigkeit, Empathiefähigkeit und so weiter, diese ganzen, sagen wir mal, weiblich zugeschriebenen Werte werden deutlich relevanter als die ursprünglich männlichen sagen wir mal, Werte oder Verhaltensweisen, Durchsetzungsfähigkeit und eine starke Hand, auch wenn man bei Trump oder so da irgendwie ein bisschen anderer Meinung ist. Das Ganze führt sich dann natürlich zusammen in den Bereich neue Arbeit. Also wie verändert sich die Arbeitswelt durch diese ganzen Entwicklungen, die dabei sind. Da wird deutlich, okay, wir haben eine deutlich höhere Komplexität in der Arbeit auf allen Bereichen. Hinzu kommt neben der Komplexität auch noch eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Auch hervorgerufen eben durch digitale Kommunikationsmöglichkeiten, digitale Tools, Globalisierung, also ich weiß oftmals nicht, wie das früher war, wie man da kommuniziert hat. Heute erwarte ich die Antwort innerhalb von 2 Stunden auf meine E-Mail. Wenn ich da irgendwie mit solchen Tools wie Slack oder sowas kommuniziere, dann erwarte ich die Antwort wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten oder sowas. Wie das früher war, man hat den Brief weggeschickt, dann hatte man eine Woche Zeit, dann gab es ihn wieder zurück und dann hat man auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert. Aus dieser Komplexität und Dynamik heraus entwickeln sich auch ganz neue, radikal andere Geschäftsmodelle. Ja, diese beiden Beispiele als disruptive, also zerstörende Innovationen aufgrund der digitalen Möglichkeiten, die da sind, sind Ihnen wahrscheinlich bekannt. Airbnb als diese Plattform, die Übernachtungsmöglichkeiten anbietet, ohne ein eigenes Hotelzimmer zu besitzen. Das gleiche bei Uber. Ja, Uber bietet Taxidienstleistungen an, ohne ein einziges Auto zu besitzen und das weltweit und so weiter und so weiter. Was hat das jetzt mit der sozialen Arbeit bzw. den Stadtteilzentren zu tun? Und da gibt es natürlich, das muss ich Ihnen auch nicht großartig erzählen, das haben Sie nämlich draußen rumliegen, lustige Buttons, zum Beispiel von nebenan.de. Ja. Es gibt andere Plattformen, die sich da auf dem Markt tummeln und zunehmend tummeln werden. Betreut.de zum Beispiel, Careship ist ein ganz neues Startup aus Berlin, die gerade an den Markt gegangen sind, relativ hohe Förderung oder große Kapital auch dazu bekommen haben. Und Nextdoor als amerikanische Firma, Ableger quasi als Konkurrenz zu nebenan.de. Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist alles total positiv. Ja, so, da gibt es jetzt Möglichkeiten, die sind benutzerfreundlich und alles, was so dazugehört. Wenn man aber dann als erster Blick in betreut.de reinguckt, dann sieht man, es ist relativ egal, was Sie betreut haben wollen. Betreut.de bietet das alles ab. Ja? Also vom Kind über die Oma bis zum Hund. Das müssen Sie alles dann nicht mehr irgendwie auf dem Parkplatz aussetzen, auf der Autobahn, sondern das können Sie betreuen lassen, bis hin zum Haus und Garten. Das ist sehr, sehr benutzerfreundlich. Das ist, man gibt seine Postleitzahl an und dann kriegt man wirklich individuell zugestellte Angebote auf seine Anfrage. Alles unproblematisch. Die Frage dahinter ist natürlich, was ist der professionelle Standard? Welche Qualitätskriterien liegen dahinter? Welche Arbeitsbedingungen liegen dahinter? Ich habe gesehen in der Teilnehmerliste, jemand von nebenan.de ist hier. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch ins Gespräch kommen dazu, wie das aussieht. Weil die, hier der Blick in Nextdoor, als Nachbarschaftsplattform, die tatsächlich benutzt wird. Ja, also es ist nicht so, dass es irgendwie so komische Plattformen sind, die irgendwie überhaupt nicht benutzt werden, sondern die haben da wirklich ein großes Geschäftsmodell rausgemacht, zu sagen, okay, wenn ihr euch da einloggt, wenn ihr euch da oder uns da eure Passdaten gibt, ganz genau sagt, wo ihr wohnt und wie euer Netzwerk ausgestattet ist, dann seid ihr zugelassen und dann könnt ihr beispielsweise Werkzeuge tauschen. Ja, ihr könnt euch vernetzen, ihr könnt Angebote machen und so weiter. Das ist natürlich ein tolles Angebot. Auf der anderen Seite steht, es ist erstmal ein kommerzielles Angebot.
Ja, also da kann die Plattform selber auch auswählen, wer dazu gehört und wer nicht. Also wenn ich jetzt zu ausländisch bin und zu wenig Geld habe und zu wenig, keine Ahnung, zu langes Vorstrafenregister oder sonst irgendwas, dann kann die Plattform sagen, nee, dich wollen wir jetzt hier drin. Was natürlich, also die Frage nach Inklusion und Exklusion im Kontext der Digitalisierung stellt. Es gibt dann die Bestrebungen einiger Stadtteilzentren, ich habe hier ein Beispiel aus Freiburg mitgebracht, weil ich daherkomme, vom Mehrgenerationenhaus im Weingarten, im Stadtteil in Freiburg, die versuchen, wir bauen so eine eigene Plattform. Die haben aber natürlich wenig Chancen und Möglichkeiten gegenüber solchen riesigen Plattformen mit einer ganz anderen Infrastruktur dahinter wie nebenan.de. Alleine wenn man sagt, okay, wo wird man bei Google gefunden, ja, da haben die natürlich schon ein großes Problem da. Aber es gibt eben auch diese Möglichkeiten. Jetzt wieder zur digitalen Transformation mit diesen drei Bereichen. Und ich beginne bei dem Bereich des Menschen und der digitalen Transformation. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild hier kennen. Das ist das Social Media Prisma. Das Social Media Prisma zeigt die Landschaft der Social Media Angebote, die es da gibt. Die werden in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Das sind insgesamt aktuell 25 Kategorien. Dieses Bild geht noch ganz weit nach außen. Also, das sind nur kleine Ausschnitte, damit das auf diese Präsentation drauf passt, weil da sind insgesamt 261 Anbieter drauf. Das wird im Jahr 2017, das entwickelt sich natürlich jedes Jahr weiter, es kommen welche dazu, es fallen aber auch ganz viele wieder weg. Und der Mensch, da. Ja. Sie sind quasi mittendrin in diesem Kontext und müssen sich dann immer auswählen, okay, was nutzen Sie davon? Wie gehen Sie damit um? Welche Angebote wollen Sie, welche nicht? Mit einer hohen, sagen wir mal, oder hohen Anforderungen damit umzugehen. Auch Schwierigkeiten, Überforderungstendenzen und so weiter, kennen Sie alles, was damit so einhergeht. Auf der anderen Seite sehr, sehr positiv, aber natürlich auch solche Beispiele. Ohne Facebook und Google Maps wäre ich, glaube ich, nicht in Deutschland angekommen. Ja, also die Unterstützungsmöglichkeiten durch digitale Medien für Menschen, ja, aus unterschiedlichen Kontexten, hier in dem Fall dann Behinderung, aber eben auch für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die blind sind, die sich die Homepages vorlesen lassen können und so weiter und so weiter. Also da ganz viele positive Möglichkeiten. Ganz konkret für jeden Einzelnen. Inzwischen kann man Handytherapie machen, also über das Smartphone die Möglichkeit zu haben, sich beraten zu lassen. Und das funktioniert lustigerweise richtig gut. Also die Studien, die dahinter stehen, die haben wirklich positive Auswirkungen. Ja. Stellt sich sofort die Frage, okay, braucht man den Psychologen und braucht man den Arzt noch? Ja, so irgendwie, das wird noch ein bisschen dauern. Aber als Ärzte oder in dem Kontext eben auch als Sozialarbeiter Online-Angebote zu etablieren, um damit Menschen zu erreichen, die man sonst eigentlich nicht erreichen würde, da gibt es natürlich riesige Möglichkeiten darüber. Aus Sicht der Jugendlichen ist es relativ einfach. Ja, also die sind oder die gehen nicht mehr online, sondern die sind online. Ja, das bestätigen verschiedene Studien. Hier die Sinus-Milieu-Studie von 2016. Da ist es einfach nicht mehr wegzudenken. Spannend sieht es aus bei der anderen Seite des Altersspektrums. Dazu habe ich hier einen kleinen Auszug aus einer Studie, die in Freiburg durchgeführt wurde im Jahr 2015. Also auch die ist jetzt schon 2 Jahre alt, im Internetzeitalter ist das schon eine Zeit, wo ganz Freiburg repräsentativ befragt wurde und jeder einzelne Stadtteil repräsentativ befragt wurde im Altersspektrum 55 plus. Also nur die Menschen, die älter als 55 sind. Und ich weiß nicht, wer sich in Freiburg auskennt, ein paar waren da vorne dabei. Ganz klar, Vauban hier oben und Rieselfeld, die beiden neuesten Stadtteile, liegen bei der Internetnutzung im Altersspektrum von 55 und älter bei 90 bzw. schon weit über 75%. Heißt natürlich, das wird sich in den Jahren, die da kommen, weiterentwickeln, wodurch auch die Menschen einfach Angebote nutzen werden und zukünftig nutzen werden. Natürlich hier bei dieser Studie muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Leute
die sind natürlich auch prinzipiell jünger. Also der Anteil der 55-Jährigen ist natürlich größer, ja, als der Anteil der 80, 90 und gegebenenfalls 100. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen, die unten runterkommen, alte Freiburger Stadtteile. Was heißt das konkret? Da kann man eigentlich nur den alten Sozialarbeiterspruch auspacken, ja, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und die stehen zunehmend im Netz. Wie kann man aber jetzt konkret für die Menschen, und da beziehe ich mich auf die Organisationen, also die Menschen in den Organisationen, Mitarbeiter, weil sonst wird das Spektrum ein bisschen leichter, wenn man alles irgendwie umfassen will, aber für die Mitarbeiter in den Organisationen Bedingungen schaffen, um damit gut umzugehen. Ich finde, der erste Punkt, der wirklich wesentlich ist, ist die unterschiedlichen Bedürfnisse und die unterschiedlichen, sagen wir mal, Stände der Mitarbeiter auch zu respektieren. Ja? Es gibt welche, die sind da schon sehr weit. Das hat übrigens nichts mit dem Alter zu tun, ja, so irgendwie, das ist, sind große Unterschiede dabei. Der nächste Punkt ist, wenn man digital kommuniziert und diese Tools und Methoden nutzt, dann klare Regeln vereinbaren, wann und wie kommuniziert werden darf, weil sich sonst schnell Überforderungstendenzen daraus ergeben. Also eine Gebrauchsanleitung für neue Mitarbeiter, also nicht, wie man die neuen Mitarbeiter gebraucht, sondern ja, wie die neuen Mitarbeiter die Tools gebrauchen. Und dann aber die Teams entscheiden zu lassen, wie sie kommunizieren wollen. Ich habe das aus einer stationären Einrichtung erlebt. Da hat die Leitung verboten, WhatsApp zu nutzen für die Mitarbeiter in der Einrichtung. Was auf der einen Seite nachvollziehbar ist, man kann die Arbeit und die Freizeit ja, dadurch trennen besser. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wenn jemand zum Einkaufen geht, dann kann man mal eben schnell eine WhatsApp schreiben, bring doch mal Klopapier. Ja, das fällt weg, man muss das Ganze irgendwie deutlich länger planen. Also es gibt eben Möglichkeiten, deswegen die Teams entscheiden lassen und die Best Practices in der Organisation teilen und daraus zu lernen. Diensthandys ausgeben ist natürlich auch eine Option, das kostet halt. Ja, so, das ist ein finanzieller Faktor, der nicht unbedingt für alle so möglich ist. Das war der Teil des Menschen, also welche Möglichkeiten hat man da, ganz kurz skizziert. Jetzt zur Organisation und der digitalen Transformation. Da war ja schon in der Definition klar, die digitale Transformation betrifft die Organisationen sehr, sehr stark. Deswegen habe ich hier eine wahnsinnig übersichtliche Folie, wo Sie sich durcharbeiten können, wenn Sie wollen, weil auf unterschiedlichsten Ebenen die digitale Transformation die Organisation betrifft. Eigentlich kommen deswegen diese drei kleinen Punkte unten. Es geht eigentlich noch weiter in diesem ganzen Kontext. Beginnt bei der Innovationsfähigkeit als Voraussetzung für die digitale Transformation. Das heißt, sich permanent weiterzuentwickeln. Auf der einen Seite zu optimieren, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit zu haben, sich in neue Gebiete reinzubegeben, um dadurch gestalten zu können. Veränderte Organisationsstrukturen, die Menschen sind gewohnt, in Netzen sehr, sehr offen zu kommunizieren. Da ist diese alte Organisationsstruktur, oben sitzt jemand, dann gibt es eine Mittelebene und so weiter, da wollen die jungen Menschen erstmal nicht mehr so mit umgehen können, dass die eine Seite, die andere Seite, diese Organisationsstrukturen, also diese hierarchischen Organisationen, sind sehr, sehr schwer beweglich. Für diese schnellen Änderungen und die hohe Komplexität, die da ist, braucht man eben andere, flachere Hierarchien mit anderen Problemen, die damit einhergehen, muss man ganz klar sagen. Flexibilisierung, habe ich eben schon mal gesagt, schnellere Kommunikation, interne Kommunikation über E-Mail, Messenger und so weiter und so weiter, das verändert viel. Es geht dann, können Sie weiter selber lesen, bis hin zu der Organisationskultur, die sich eben auf diese veränderten Bedingungen anpassen muss. Ich kann die Organisationskultur aber nicht gestalten, sondern ich kann nur die Rahmenbedingungen gestalten. Daraus verändert sich dann auch die Organisationskultur. Konkret finde ich es wichtig, wenn Sie sich, sagen wir mal, Sie bewegen sich nicht auf den Weg, sondern Sie sind schon längst auf dem Weg hin zur Digitalisierung, immer davon auszugehen, okay, Sie beginnen hier, also Sie beginnen an dem Punkt, wo Sie gerade stehen und das ist auch gut so. Ja, zu sagen, welche Möglichkeiten haben wir, welche Ausrichtung haben wir. Dieses You are here ist das Schild, was über der Stanford Design School hängt, wo die Studierenden Design Thinking, also diese Innovationsmethode, lernen, um denen zu sagen, du mit deiner Person, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kompetenzen und so weiter,
du bist hier und gestaltest die Sachen genau das gleiche auch eben für die Organisation zusammen. Konkreter, genau das hatte ich nur hier, das ist gut und wichtig. Bei diesen digitalen Möglichkeiten ist das Neue immer interessant, aber nicht zwingend besser. Also auch da abzuwägen, was ist denn tatsächlich sinnvoll und notwendig und was ist gut. Das Problem ist, beides zusammen geht nicht. Also ich kann nicht die alten Denk- und Handlungsweisen aufrechterhalten, beispielsweise bei der Arbeitsgestaltung Anwesenheitspflicht verlangen. Ja, das haben Sie sowieso nicht, weil Sie im Stadtteil unterwegs sind. Auf der anderen Seite dann aber eben flexible Kommunikation wollen. Also 24 Stunden Erreichbarkeit und so weiter. Diese beiden Sachen widersprechen sich. Aber auch solche Fragen wie, wie gestalten Sie Besprechungen, wie gestalten Sie Meetings, müssen die sein und so weiter. Also das sind alles solche organisationalen Aspekte. Wo gibt es in Ihrer Organisation Ruheräume, also Räume und Zeiten, um wirklich konzentriert arbeiten zu können, ohne gestört zu werden? Ja, wo das Handy aus ist, wo der Computer aus ist, wo keiner reinkommt, um einfach mal zumindest 2-3 Stunden am Tag eine Aufgabe vernünftig zu Ende zu bringen. Ja, und nicht permanent in diesem ganzen herausgerissen zu sein. Die Prozesse auf Standardisierbarkeit prüfen, das heißt, okay, welche Prozesse haben Sie in Ihrer Organisation? Wenn sie standardisierbar sind, stellt sich die Frage, machen sie überhaupt Sinn? Wenn sie keinen Sinn machen, lassen sie weg. Ja, das müsste man dann lange diskutieren. Oder digitalisieren sie zum Beispiel meine Dienstreisekostenabrechnung, die ich eben schon mal erwähnt habe. Braucht man die wirklich in dieser Art und Weise? Kann man sie digitalisieren? Dann sollte sie das auch tun. Die Führungskräfte sind in diesem Kontext immer Vorbilder, auch was Grenzen betrifft. Also auch was die Grenze betrifft, wann bin ich nicht erreichbar, wann will ich Zeiten haben, um wirklich in Ruhe zu arbeiten, um das als Kultur auch in die Organisation mit einzubringen. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es Weiterbildung in Ihrer Organisation für Ihre Mitarbeiter zum Thema digitale Transformation, Zukunft der Arbeit, wie auch immer man das irgendwie nennen will, wo Sie organisationsintern Ihre Mitarbeiter auch darauf hin schulen. Zum Thema Gemeinwesenarbeit, damit komme ich dann auch schon fast zum Schluss. Ich glaube, ich bin immer noch relativ gut in der Zeit. Ich habe mich zunächst mal, musste ich kurz überlegen, was ist Gemeinwesenarbeit eigentlich, weil es nicht mein spezifisches Arbeitsfeld ist, weil ich bin auch Sozialarbeiter, habe Sozialforschung noch studiert, aber ich habe nie in der Gemeinwesenarbeit gearbeitet und habe dann hier eine Definition gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit alle anfreunden können. Ich gehe davon aus, weil es relativ allgemein ist. Und diese Begriffe, die da genannt werden, sind schon sehr, sehr spannend, weil sie eben auch im Kontext der digitalen Transformation eine wahnsinnig hohe Relevanz haben. Also Selbstorganisation und Empowerment als Schlagworte in diesem Bereich, also im Bereich der Gemeinwesenarbeit. Das heißt konkret wiederum auf Handlungsorientierung zunächst mal zu fragen, wer sind eigentlich Ihre Interessengruppen? Und wie können Sie die erreichen? Ja, dann werden Sie sicherlich einen Mix haben aus Menschen, die analog nur ausschließlich erreichbar sind, insbesondere gegebenenfalls, haben wir eben gesehen, ältere Menschen und Menschen, die halt irgendwie nur digital erreichbar sind oder digital besser erreichbar sind und dadurch einen Mix zu implementieren aus analogen und digitalen Kommunikations- und Erreichbarkeitsmöglichkeiten. Das Spannende dann, finde ich, die Überlegung, okay, warum drehen wir das Rad nicht mal um? Und da sind, finde ich, die Stadtteilzentren wunderbar für geeignet, solche neuen Formate anzubieten, wie zum Beispiel Barcamps zu bestimmten Themen. Ich weiß nicht, wem Barcamps was sagen, wer schon mal dabei war bei sowas. Also eine Konferenz, die von den Teilnehmern aus gestaltet wird. Hier sind, also jetzt heute hier in der Jahrestagung, sind viele Ansätze vorhanden davon, also diese Twitter-Geschichte zum Beispiel, also mitlesen auch von außen und so weiter. Trotzdem haben Sie auch immer noch hier, Sie müssen jetzt sich nicht anhören, ob Sie das wollen oder nicht. Ja, also wir haben ein vorgegebenes Programm dabei. Das ist bei dem Barcamp anders, da gestalten die Teilnehmer das Programm selber. Können Sie einfach mal nachgoogeln, finde ich ein total spannendes Format, um Menschen zu vernetzen, zusammenzubringen, neue Wege dabei zu gehen. Netzwerke bilden ist natürlich Ihr tägliches Geschäft sozusagen,
aber auch dabei zu überlegen, welche neuen Möglichkeiten, Tools gibt es in diesem Kontext, die das vielleicht sogar erleichtern. Ja, Netzwerke zu bilden auf digitalem Weg. Und welche nutzen sie? Welche machen auch Sinn zu nutzen, welche aber auch eben nicht. Und dann, das gegebenenfalls, weil das fehlt aktuell komplett, Weiterbildung in diesem Kontext. Also Weiterbildung im Kontext der digitalen Transformation oder der Digitalisierung in Organisationen der Sozialwirtschaft. Kann ich aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen. Es gibt Ansätze von Hochschulen, da sowas zu etablieren. Hochschulen sind nicht unbedingt die allerschnellsten bei vielen Dingen. Also das dauert, bis man sowas etabliert hat, bis man diese Dinge umgesetzt hat, das zieht sich oftmals relativ lang hin. Aber ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, ja, vielleicht auch an den Verband gerichtet oder so, zu sagen, okay, lass uns doch mal was aufsetzen, gegebenenfalls auch mit E-Learning-Möglichkeiten, um die Mitarbeiter dabei zu schulen und mitzubringen. Ich bin am Ende sozusagen angekommen. Ich will noch meine, sagen wir mal, kleine Vision. Ich glaube, die ist für Sie gar nicht wahnsinnig visionär, weil Sie da sowieso schon die ganze Zeit dran arbeiten und denken, mit teilen, die Stadtteilzentren als Innovationslabore in der digitalen Transformation zu begreifen. Ich hatte gestern Abend noch ein kleines Gespräch so aus der Geschichte der Stadtteilzentren. Wo kommen sie eigentlich her? Eigentlich als Opposition zu den herrschenden Bedingungen. Ja, so irgendwie als Keimzellen, um andere Wege zu gehen. Und da auch diese Überlegung dabei zu haben, okay, können Sie mich gerade im Kontext dieser digitalen Transformation neue Wege gehen? Eben darüber, dass sie experimentieren, also ausprobieren, welche Wege gemacht werden können. Sie können Räume anbieten, um wirkliche Begegnung zu ermöglichen. Auch, das bieten sie an, das können sie nicht, sondern das machen sie so jeden Tag. Aber wo sich die Menschen tatsächlich begegnen können, in dieser, sagen wir mal, sehr individualisierten, komplexen Welt. Darüber verbinden sie Menschen, ja, sie binden die Menschen aber auch mit ein in die Entwicklung neuer Angebote, können sie einfach das. Also wenn Sie als Stadtteilzentrum sagen, das machen wir jetzt so, dann kommt halt keiner. Ja? Also wenn Sie die Menschen dabei nicht mitnehmen. Sie gestalten ihre Angebote gemeinsam, mit den Menschen zusammen, mit ihren Mitarbeitern zusammen, mit der Stadt zusammen, mit der Politik und so weiter. Also sie haben ganz viele Stakeholder dabei, die sie mit einzubinden haben. Sie müssen offen sein für neue Entwicklungen, zwangsweise. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als da auf Dinge zu reagieren, die sich in der Gesellschaft abspielen, beispielsweise diese Flüchtlingsthematik auf der einen Seite, beispielsweise dieses Thema Digitalisierung. Die Frage ist aber auch, wo kann man agieren? Also nicht nur zu reagieren, sondern wo kann man agieren? Und das als letzter Punkt, den hatte ich eben auch schon angesprochen, die Vernetzung von Generationen. Ich weiß, das klingt alles total nett und schön und kann man so machen. Ich weiß aber auch, welche Restriktionen es da gibt. Im Freiburger Kontext kriege ich das gerade ein bisschen mit oder habe das ein bisschen mitgekriegt, welche Veränderungen sich da im Kontext der Quartiersarbeit ergeben. Das ist nicht so einfach, da mal eben agieren zu können. Also irgendwie, wo kommt das Geld dafür her, wie kann man das irgendwie finanzieren? Aber auch da die Möglichkeit oder die Überlegung zumindest dahinter zu haben, gibt es nicht auch darüber alternative Finanzierungsmöglichkeiten? Also gegebenenfalls sowas wie Crowdfunding zu nutzen oder keine Ahnung, ja, auch das machen sie schon, aber da wirklich innovativ als Vorbild zu agieren, um die Gesellschaft, das Miteinander zu gestalten, in der digitalen Transformation. Soweit von mir.